schau, wie genial es ist, eine Community zu haben, wo du dich nicht anpassen musst, sondern wo du sagst, wer du bist, wer du sein willst, wie du wirken willst, wie du wachsen willst. Die ganze Idee ist einfach, dass wir hier unsersgleichen. Wir haben alle die gleiche Vorstellung davon, dass wir alles sind, dass unsere Energie alles manifestiert, dass unsere Energie alles generiert und dass es im Außen keine Kraft, keine Macht, keine Power gibt, die uns beeinflussen kann, wenn wir das nicht zulassen. Aber nachdem wir natürlich immer wieder diesen alten Strukturen, Ansätzen ausgesetzt sind, soll das hier eigentlich ein Ort sein, wo wir sagen können, hey, wo bin ich da noch falsch in meinem Kopf, dass sich die Dinge im Außen nicht ändern? Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich sage, dass die Dinge im Außen sich nicht ändern. Weil vor allem die klassische Frage, womit habe ich mir das manifestiert? Ja, die kennt ihr alle. Diese Frage ist eine Killerfrage. Warum? Weil die Antwort ist immer die gleiche. Weil ich davon überzeugt war, ein Mensch, eine Person, eine Persönlichkeit, eine Identität zu sein, die mit diesem Außen in Resonanz geht oder die glaubt, dass ihr das irgendwie entspricht. Ja? Das ist so, so, so wichtig, wenn wir aussteigen wollen. Ja, dass wir wirklich verstehen, dass wir die Sachen, die wir manifestiert haben oder die wir im Außen sehen, die sind so entstanden, indem ich halt glaubte, das läuft so. Das Konzept funktioniert so. Die Sachen sind so für mich. Das ist immer die gleiche Antwort. Und ich muss nicht 100.000 Jahre darin rumstöbern, weil sonst bin ich in dieser Situation, sonst bin ich diese Frau. Womit habe ich mir das manifestiert, dass ich geghostet werde? Zum Beispiel, ja? Warum werde ich von XY geghostet? Warum werde ich überhaupt geghostet? Die Antwort ist klar. Weil ich nicht glaube, dass ich wichtig bin. Weil ich nicht glaube, dass ich richtig bin. Weil ich nicht glaube, dass ich hier da bin, um wertvoll zu sein, um ein Beitrag für das Leben, für die Menschen zu sein. Lauter solche Sachen. Deswegen werde ich geghostet. Aber womit habe ich mir das manifestiert? Einfach damit, indem ich eben irgendwas geglaubt habe. Das sind so tiefgreifende Sachen, ja, gerade dieses Ghosten. Vielleicht habe ich ja auch geghostet. Ja? Vielleicht bin ich ja auch der Oberghoster. Klar, ich kann ein totaler Ghoster sein, indem ich einfach mich nicht face. Dann ghoste ich mich. Wenn ich nicht mich anschauen kann, was in mir läuft, wenn ich tatsächlich noch Angst vor meinen Gedanken habe, wenn ich Angst vor meinen Vorstellungen habe, dann ghoste ich mich. Weil ich bin nicht da für mich, ich bin nicht präsent für mich, ich unterstütze mich nicht, ich höre mir nicht zu, weil ich irgendwelche Befürchtungen noch habe, dass es rauskommen könnte, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich tatsächlich noch dieser Farce aufgesessen bin, ich bin womöglich nicht gut genug. Und dann ghoste ich mich, weil ich möchte ja leider mit mir und mit dieser Version von mir, die so schlecht ist, weil ich mir das halt einrede, nicht wirklich viel zu tun haben. Also ich fasse kurz zusammen. Wenn euch wieder diese Frage kommt, womit habe ich mir das manifestiert? Nehmt einfach diese Antwort her und sagt, weil ich geglaubt habe, das gehört zu mir oder es passt zu mir oder es passiert zu mir. Und dann ist die Antwort da. Abgeschlossen. Was jetzt kommt, ist viel, viel interessanter. Was möchte ich mir denn stattdessen manifestieren? Ah, diese Frage führt uns weiter. Was muss ich stattdessen im Außen wahrnehmen? Dann kann ich mich entscheiden.
Dass ich geliebt werde, dass ich unterstützt werde, dass ich gewollt werde. Ah, okay. Dann muss ich also dementsprechend ein Mensch, eine Person, eine Persönlichkeit, eine Identität sein, die geliebt ist, die unterstützt ist, die wichtig ist, die wertvoll ist, die gewollt ist. Ah, gut. Inwieweit nehme ich das von mir wahr? Inwieweit habe ich das Gefühl, ich verkörpere das? Okay, vielleicht zweifle ich hier noch, vielleicht glaube ich da noch nicht so ganz dran an mich, an das Prinzip, dass ich das sein darf. Okay, und schon weiß ich, woran es liegt. Und dann kann ich anfangen, transformieren. Warum bin ich? Warum fühle ich mich nicht geliebt? Warum fühle ich mich nicht gut genug? Warum zweifle ich noch? Und dann kommen mir die Antworten. Und dann weiß ich, dass das alles aus meinem eigenen Kopf kommt und dass ich das deswegen ganz eigenständig und alleine verändern kann. Und so geht es. Und manchmal sehe ich halt vor lauter Wald die Bäume nicht. Und dann ist es wichtig, dass ich einen Raum, einen Platz, eine Community habe, wo ich mal kurz fragen kann. Und ich werde natürlich eure Fragen auch beantworten, aber mir ist es auch wichtig, dass ihr euch gegenseitig die Fragen beantwortet. Weil nachher, nachher jetzt im wahren Leben ist es doch immer das Gleiche. All das, was ich draußen sage, was ich kommuniziere, was ich scheinbar mit anderen Leuten interagiere, ist ein Selbstgespräch. Und dass ich mir diese Erlaubnis gebe, überall meine Wahrheit zu sprechen, überall präsent zu sein, das ist so wichtig. Das sehe ich immer wieder in den Coachings, wenn sich Leute ausdrücken, zeigen, die Masken fallen lassen, über ihre Wünsche reden, über ihre Bedürfnisse reden. Es hat so, so viel Power, als wie wenn ich das alleine in meinem stillen Kämmerlein tue. Es ist ein absolut hundertprozentiger Unterschied von der Energie. Wenn ich weiß, ich bin richtig mit diesem Wunsch. Ich bin richtig, weil ich das haben will, weil ich das erleben will. Ich bin richtig, weil ich mir das manifestieren will. Und wenn ich weiß, dass das richtig und in Ordnung ist, weil all meine Wünsche sind in Ordnung, dann kann ich sie auch platzieren. Und es macht so einen großen Unterschied, selbst in dieser geschlossenen Gruppe, wenn du hier offen und ehrlich die sein kannst, die du sein möchtest, dann wirst du es im weiten, großen Leben auch sein. Und dann werden sich deine Einschränkungen von dir ablösen. Dann wirst du präsent sein in dem, was du wirklich bist. Dann wirst du das, dein Divine Design, verkörpern können. Und wirst dir nie wieder denken, was denken die anderen, sondern wirst wissen, ich bin gut und richtig, so wie ich mich ausdrücke, ich bin gut und richtig mit meinen Wünschen, ich kann meine Wünsche äußern. Das ist ein ganz großer Game Changer. Ich kann sagen, wie ich es haben will. Manche von euch hier waren in Coachings von mir, wo ich euch gezwungen habe, irgendeiner Person zu sagen, was ihr euch wirklich, wirklich wünscht. Und ich weiß noch ganz genau, wie groß der Widerstand war. Es interessiert doch niemanden. Dann sage ich, das ist völlig egal. Auszusprechen, dahinter zu stehen und die Position einzunehmen und zu sagen, ich will das und ich darf das haben und es steht mir zu. Das ist die Energie, die die Dinge manifestiert. Aber wenn ich nur einen kleinen Zweifel habe und sage, ist das richtig, soll ich das wollen, ist es nicht zu egoistisch, ist es nicht irgendwo too much, sollte ich nicht vielleicht ein bisschen weniger wollen, das ist die ganze Energie, die alles stoppt. Da kommt nichts durch, da kommt keine Power raus, da kommt nur so ein bisschen lauwarmes Wasser raus. Und dann kriege ich lauwarme Manifestationen, Mittelmäßigkeit zurück. Dann kriege ich bisschen Erfolg, bisschen Liebe, bisschen Aufmerksamkeit und merke immer noch, das reicht mir doch gar nicht.
Es reicht mir nicht. Und dann muss ich mir eingestehen, es reicht mir nicht. Ich will so viel mehr. Und wie viel mehr kann ich denn wollen in einem unendlichen Universum? Da kann ich niemals zu viel wollen, weil es ist alles komplett da. Fülle und Erfüllung herrscht. Nur muss mein Seinszustand, mein Verstand, mein Denken muss sich da wirklich reinleben, damit ich mich dann ausleben kann in der Version, in der ich mich gerne erfahren möchte. Und es ist so viel mehr. Das, was ihr jetzt wahrnimmt, was fehlt, das ist nur diese, das sind nur Brotkrümel. Das sind nur Brotkrümel, die einen dazu führen, den Weg zu gehen, zu sich zu stehen, confident zu sein und zu wissen, ich kann nichts und niemanden den Schatten machen, ich kann nichts und niemanden irgendetwas wegnehmen. Nur mir selber, weil ich bin die Energie, die hier alles generiert. Und solche Denkprozesse, die muss ich langsam aber sicher vertiefen und integrieren, damit ich aus jeder Situation einen Schritt, eine Brücke mache, die mich weiter dorthin führt, wo ich meine Erlebnisse einsammle. Und ich sage es extra, ich sammle meine Erlebnisse ein. Er ist kein Ankommen. Ich komme nie an irgendwo durch mein Leben. Ich komme an bei mir, bei meiner Selbstsicherheit, bei meiner Angstfreiheit, bei meiner Kraft, bei meiner Power. Aber dann geht es ja erst los. Dann habe ich erst den Mut und den Drive und die Energie, Dinge in die Hand zu nehmen und zu erleben und umzusetzen, ohne irgendeine Angst zu haben und zu sagen, boah, was ist, wenn es nicht klappt? Ma, da gehe ich lieber nicht los. Was ist, wenn es Probleme gibt? Ah, dann bleibe ich lieber Status quo. Was ist, wenn ich mich übernehme? Ich kann mich nicht übernehmen. Ich bin die Energie, die alles generiert. Ich kann nicht zu viel sein. Was ist, wenn ich zu viel bin für andere? Was ist, wenn ich too much bin für andere? Du kannst nicht für andere too much sein. Du kannst nur für dich, für dein Universum zu viel sein. Und all diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, die brauchen Training, dass ich nicht mehr in diesen Denkmodus falle, wo ich immer davon ausgehe, könnte ja nicht gut genug sein, es könnte ja zu viel sein, es könnte ja falsch sein, es könnte ja fa ein falscher Weg sein, es könnte ja eine falsche Entscheidung sein, ja, es könnte ja irgendwas nicht stimmen. Aber es stimmt alles, immer. Alles und immer stimmt. Und ich habe noch nie was falsch gemacht. Das ist einer meiner allerliebsten Sätze. Und ich kann nie irgendwas in Angriff nehmen, dass ich nicht managen und handeln kann. Wenn es in meinem Universum ist, dann habe ich es geschaffen. Und wenn ich es erschaffen habe, dann kann ich es auch managen. Ich kann es nur dann nicht managen, wenn mein Ego plötzlich mir wieder Geschichten erzählt. Und genau für diesen Mindset wirklich da zu sein und zu sagen, ja, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Ich bin die wichtigste Person in meiner Familie. Und ich bin die wichtigste Person in dieser Community. Das darf jeder von euch behaupten. Dass ich in dieser Community bin, egal wer es von euch sagt, macht die Community zu dem, was sie für mich ist. Also, das ist energetisch 100% für jeden so. Und nicht nur in dieser Community, das ist ja nur ein Beispiel für das große ganze Leben, ja, weil wer du hier bist, bist du immer im großen Leben draußen für alle die Number One. Immer. Und das muss erstmal in den Kopf. Ja, aber das
Das kann doch nicht sein. Ja, doch, weil egal wo ich bin, wo ich auftauche, wo ich lange oder nur einen kleinen Moment verweile, bin ich die Number One. Ich bin die Energieführerin. Das ist so. Und so darf ich mich auch fühlen. Egal wo ich bin, bin ich Number One. Muss so sein, weil meine Energie generiert. Meine Energie ist das, was dort ist. Das, was da ist, wo ich bin. Da ist alles voll mit mir. Die Angelika lacht, ich sehe es da hinten. Weil es so ist, ja? Weil wenn du ins Meer gehst, so viel Wasser, und du gehst ins Meer rein, dann ist das ganze Meer voll mit dir. Ja oder nein? Ja. Und das ist so krass. Und wenn ich nicht im Meer bin, ist nichts von mir im Meer. Nichts von mir. Das Meer ist ohne mich. Das ganze Weltmeer ist ohne mich, wenn ich nicht da drin bin. Und in dem Moment, wo ich nur einen kleinen Zehen oder einen kleinen Finger da reinhänge, dann ist das ganze Meer voll mit mir. So ist es nun mal. Und da kann ich nichts dran ändern. Sobald ich da bin, ist alles voll mit mir. Also mit was will ich mein Leben, mein Verstand schaltet da aus. Ja, das macht er gerne, der Verstand. Der schaltet aus, sobald es richtig groß wird, sobald es richtig einflussreich wird, sobald es wirklich energetisch einfach, ja, ich sag nur Arschbombe ins Meer. Aber es ist die Energie. Es geht nicht anders. Ich kann nicht die ganze Welt voll mit mir haben. Die ganze Welt ist voll mit mir. Solange ich hier bin, auf Erden, ist alles voll mit mir. Also muss ich gut sein mit mir, oder? Muss ich mich gut finden? Weil wenn alles voll mit mir ist, dann soll es voll mit der allerbesten, genialsten, schönsten Version von mir voll sein. Und ich kann mich nicht zurücknehmen, ich kann mich nicht rausnehmen. Solange ich hier verkörpert bin auf unserer Welt, ist die ganze Welt voll mit mir. Also mache ich doch das Beste draus. Mache ich meine allerbeste Version, meine allerbesten Vorstellungen, meine allerbeste Überzeugung, meine allerbeste Intention, meine allerbesten Träume, meine allerbesten Vorstellungen, lebe ich doch aus. Wenn eh alles voll mit mir ist. Und ich vor mir ja niemals davonrennen kann und alle, die in meiner Welt, in meinem Universum sind, können auch nicht davonrennen. Also muss ich das halt mal annehmen als Fact. Es ist Fact. Die ganze Welt ist voll mit mir. Überall, wo ich auftauche, geht es nur um mich und sonst gar nichts. Ja, was heißt es dann für mich? Suck it up. Ich kann nichts machen. Es ist einfach so. Und ich bin halt als energetisches Wesen jetzt hier mal so angetreten, um diese Erfahrungen zu machen, wie das ist, wenn ich in voller Power meine volle Power erkenne, was ich dann damit anstelle, wenn es nicht aus Mangel ist. Ja, Power, wir haben nur Angst vor Power aus Mangel. Wir haben nur Angst vor Leuten oder vor Geschichten, die uns erzählt worden ist, wo Leute ihre Kraft, ihre Power missbraucht haben. Aber es wird niemand seine Kraft und seine Power missbrauchen, wenn er nicht im Mangel ist, wenn er nichts braucht. Oder wenn ich nichts brauche, dann werde ich meine Power auch nicht missbrauchen. Aber solange ich nicht aus dem Mangel raus irgendwas versuche zu erreichen oder zu bekommen oder zu manipulieren oder zu kontrollieren, ist Power eine richtig tolle Sache. Und Divine Design ist Erfüllung. Divine Design ist vollkommene Erfüllung ohne jeden Mangel, weil ich weiß, dass in diesem kraftvollen Bewusstsein, in diesem kraftvollen Seinszustand
nur mein Verstand, meine Vorstellungskraft alles manifestiert. Also muss ich nie im Mangel sein. Das muss da oben rein. Das muss da oben rein, wenn die Geschichten kommen. Und sag, wenn ich nicht im Mangel bin, dann bin ich in der Erfüllung. Und wenn ich in der Erfüllung bin, dann ist meine ganze Welt, mein ganzes Umfeld in der Erfüllung. Aber was mache ich, wenn ich Mangel sehe? Dann sehe ich Mangel. Und wenn ich Mangel sehe, kann ich aber auch Erfüllung sehen. Und das möchte ich, dass wir üben, weil in allem, was wir jetzt als Mangel bezeichnen würden, wenn ich die Perspektive ändere, dann weiß ich, dass es der Weg zu meiner Erfüllung ist. Es ist immer der Weg zu meiner Erfüllung. Und es sieht manchmal wirklich so hässlich aus. Sieht aus, als würde ich alles verlieren, als käme ich nicht vorwärts, sondern würde nur rückwärts mich entwickeln. Aber wenn ich weiß, dass hier nur Dinge sich auflösen, wieder ablösen von mir, die mich von meiner Wahrhaftigkeit trennen, dann kann ich loslassen. Aber das muss ich wissen. Weil solange ich denke, dieser eine Ast, der hält mich am Leben, werde ich diesen einen Ast nie loslassen. Aber wenn ich weiß, wenn ich diesen einen Ast loslasse und mich fallen lasse in die wahrhaftige Energie, die da ist, die mich hält und die mich trägt und die mich unterstützt, wenn ich mich mit ihr verbinde, wenn ich mich tragen lasse, wenn ich mich unterstützen lasse, wenn ich mich lieben lasse, dann kann ich mich anlehnen und ich weiß, wow, solange ich bei mir bleibe, solange ich bei meiner Meinung bleibe, solange ich bei meiner Erfüllung bleibe, solange ich wirklich da bleibe und nichts im Mangel sehe, dann kann mir nichts passieren. Dann bin ich safe. Und das möchte ich, dass wir üben. Diese Perspektiven-Switch, der den Identity-Switch gibt. Und es ist so, so essentiell, dass ich das im wahren Leben auch lebe, dass ich es erlebe. Wenn ich da nicht rausgehe in die Welt und mich erfahre, und am allerliebsten im Unbekannten mit neuen Leuten, mit Menschen, die ich nicht kenne, wie hier. Manche kennen sich, die meisten kennen sich nicht. Aber wenn ich mich hier sehen lasse, wenn ich hier meine Masken ablege, wenn ich hier wirklich das raushole aus mir, das über mich preisgebe, was ich als wertvoll und einzigartig für mich selber empfinde, dann wird es wahr. Dann wird es wahr. Nur wenn ich es preisgebe, nur wenn ich mich kundtue, nur wenn ich da bin für mich, dann manifestiere ich mich und die Dinge, die ich haben will im Außen. Und es tut mir so leid, aber da geht kein Weg dran vorbei. Solange ich mich verstecke, solange ich Angst habe, nicht gut genug zu sein, solange ich Angst habe, auszusprechen, wer ich bin, wie soll ich dann mit dieser Identität durchs Leben gehen und manifestieren, wenn ich es nicht traue, mir auszusprechen? Es ist so ein krasser Gamechanger, zu lernen, über mich zu sprechen, zu lernen darüber, was ich möchte, zu lernen, mich anzuerkennen, zu sagen, wie toll ich mich wirklich finde, zu finden, was ich toll an mir finde, hinter mir zu stehen, all das für mich selber zu tun, was ich mir wünsche, was die anderen tun.
weil ich möchte, dass man über mich gut spricht. Ich möchte, dass man eine gute Meinung über mich hat. Ich möchte, dass man sich an mich erinnert. Ich möchte, dass man mich gerne hat. Ich möchte, dass man gerne mit mir zusammen ist. Ich möchte all das. Aber wenn ich das nicht für mich bewerkstelligen kann, wird es energetisch unmöglich sein, dass andere das für mich bewerkstelligen. Dass andere mich so sehen, dass andere mich so einschätzen, dass andere sich mir gegenüber so verhalten. Es ist absolut unmöglich. Deswegen muss ich den Mut haben, so zu mir zu sein. Und alle dürfen es sehen. Weil sonst passiert der Klassiker. Da kommt irgendjemand her, sei es SP, sei es Kunde, sei es Mitarbeiter, sei es Freund, Freundin, Bekannte und lobt mich, feiert mich. Und ich werde immer kleiner und mir wird es immer peinlicher und ich denke mir, hoffentlich hört das niemand, dass hier so laut und großartig über mich gesprochen wird. Ich glaube, es hat jeder von uns schon erlebt. Diese Momente, wo wir gelobt wurden und unser Hirn fängt an, oh mein Gott, was muss ich dafür tun? Oh mein Gott, was denken die anderen? Was erwarten jetzt alle? Wie soll ich damit umgehen? Weil es nicht normal ist für mich, dass in hohen Tönen, in schönen Tönen, in liebevollen Tönen über mich gesprochen wird. Und das will ich normal haben. Das soll doch normal sein, dass ich so gesehen werde, dass so mit mir umgegangen wird. Bedingungslos, nicht weil ich irgendwas Tolles gemacht habe oder weil ich es mir kurzfristig mal verdient habe, sondern weil ich das bin. Das muss geübt werden, weil sonst kriege ich nie die Liebesbeziehung, die Freundschaften, die Kunden, die Mitarbeiter, die ich haben will. Weil ich nicht damit klarkomme, dass ich großartig bin. Und das möchte ich, dass wir üben. Das möchte ich, dass für jeden sonnenklar ist, dass egal wo, wann und zu welcher Zeit ich auftrete, ich da bin, ein Halleluja herrscht. Ich habe ja so einen Flat-Coated Retriever gehabt, die Seja. Für die war das normal. Die kommt wohin? Die ist da. Am liebsten hat sie noch allen Leuten das Essen weggefressen. Dann hat sie überall gewedelt, sich gefreut, als sei sie zu Hause, hat sich dann aufs Sofa gelegt. Hallo, hier bin ich. So sind wir. So sind wir gedacht. Ich komme überall hin, fühle mich überall wohl, fühle mich überall geliebt, fühle mich überall unterstützt und darf überall essen, so viel ich will. Ja, ihr Lieben, das war mal so ein bisschen die Einführung, das war der Kickoff, das ist das, was ich mir hier wirklich erhoffe, dass ihr so krass aus euch rauskommt. Als wäre jeder, der hier in der Community ist, dass euch das klar ist. Jeder will wissen, wer ich bin. Jeder will wissen, wer ich bin. Jeder will wissen, wo ich hin will. Wo ich herkomme. Das interessiert keinen. Welches Drama ich und meine Geschichte und meine Erlebnisse interessiert keinen. Aber jeden interessiert, als wäre ich über diese Welt gehen will, wie ich angesehen will, was ich hinterlassen will für einen Fußabdruck, für eine Energie, wenn ich irgendwo gekommen bin und gewesen bin, was ich für Visionen habe, was ich für Kreationen habe, Vorstellungen habe. Das will jeder hier wissen. Und ich möchte, dass das in deinem Kopf ist.
Jeder möchte wissen, wo ich hin will. Jeder möchte wissen, was ich erleben will. Jeder möchte wissen, was mir am Herzen liegt. Jeder möchte wissen, wer ich bin in meinem Divine Design. Keiner interessiert sich für mich im Mangel. Keiner interessiert sich für mich in der Unfähigkeit. Keiner interessiert sich für mich im nicht gut genug sein. Keiner interessiert sich für mein Drama. Keiner interessiert sich für die Geschichte. Ich weiß, diese Heldengeschichten, die machen einen riesengroßen Eindruck. Ein Wahnsinns-Marketing-Tool, die Heldengeschichten. Ich muss euch sagen, mich langweilen die Heldengeschichten. Mich langweilen die Heldengeschichten von anderen. Mich begeistert, wo jemand von jetzt aus hin will. Wo jemand jetzt startet. Das begeistert mich. Aber das Moloch, wo wir alle herkommen, wirklich, das ist genau gleich für alle. Die Scheiße, die wir erlebt haben, die Degradierung, die Nichtachtung, die Nichtliebe, die Nichtunterstützung, die Einsamkeit, die Unterdrückung, die wir alle erlebt haben. Ja, haben wir. Gut, da kommen wir her, aus diesem Menschelein. Aus diesem menschlichen Design. Jeder hat da eine andere Geschichte und eine andere Erfahrung, aber es interessiert doch nicht. Spannend ist doch, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Das ist super spannend. Was mache ich jeden Moment aus mir, aus was fühle ich über mich Großartiges? Das ist doch so spannend. Aber der ganze Kack, wo es mir scheiße ging, wo ich so traurig war, wo ich so einsam war, wo ich mich so ungeliebt gefühlt habe, wo mein Körper mir alle Unfähigkeit gezeigt hat. Ja, da kann ich schon ein paar Leute mitreißen. Aber auf Dauer, boah, sind unsere Geschichten noch alle gleich. Wir machen aber jetzt eine neue Zukunft. Wir schreiben. Wir lassen die Historie Historie sein und schreiben eine Geschichte von unserer Zukunft, wie sie noch nie jemand gesehen hat. Das, was ich in meiner Zukunft mache und erlebe, das hat noch nie jemand erlebt. Es ist so einzigartig, so individuell, so krass. Und es ist meins. Und wenn ich sage, dann meine ich auch ich für dich. Und darum geht's, das mal zu erkennen. Ich bin sau interessant, wo ich hin will. Das, was ich vorhabe, das, was ich kreiere, das, was ich manifestiere, das ist einfach nur erste Sahne. Exquisit, super, super, höchste Klasse. Premium, weil Divine Design ist Premium. Da gibt es keine Mittelklasse. Da gibt es nur das Größte und das Schönste. Da muss mein Kopf hin, weil der denkt sich ja immer so andere Geschichten aus. Und ich kann diese Gedanken nur überschreiben. Ich kann sie nicht auslöschen, ich kann sie überschreiben. Und wie überschreibe ich sie? Indem ich wiederhole, wiederhole und wiederhole und wiederhole und wiederhole. Genauso wie ich meine Drama-Story wiederhole. Und meinen Schmerz wiederhole und mein Leiden wiederhole, muss ich halt jetzt die anderen Sachen wiederholen. Weil im Wiederholen bin ich ja schon der Held. Das kann ich ja. Das kenne ich ja. Aber jetzt muss ich das wiederholen von dem, was ich mehr will. Von dem, was mich Next Level bringt, was mich näher zu dem bringt, was ich erleben will. Und das sind manchmal ganz neue Sachen, das sind neue Sachen, das müssen neue Sachen sein. Muss neue Sachen kreieren, weil die alten kenne ich und die dürfen mich tatsächlich langweilen. Ich erinnere mich noch an den Moment, wo mir das so bewusst wurde, dass das, was mein Kopf denkt, dass mich das so langweilt. Ich weiß noch, wie mir so sonnenklar wurde, dass diese ganzen Geschichten in meinem Kopf und die ganzen Ansichten in meinem Kopf, wo es mir so bewusst wird, so langweilig, so
langweilig. Die Leier, die mir immer wieder sagt, was könnte passieren, was könnte schiefgehen, was könnte für eine Kritik kommen, was für ein Dämpfer könnte kommen. Der Moment, als ich das begriffen habe, dass ich mich selber langweile mit meiner alten, ewigen Leier in meinem Kopf, das war ein entscheidender Moment. Das war so ein geiler Moment. Gedacht habe, Gottes Willen, immer wieder die gleiche Scheiße. Das ist echt fad. Und deswegen möchten wir was Neues generieren. Und das tun wir. Und ich kann es wirklich nicht öfter sagen. Stell dich ins Rampenlicht. Stell dich nach vorne. Zeig, wer du bist. Weil dann wird alles so klar und so fest, so stabil, dass deine Energie da bleibt, wo du sie haben möchtest und dass sich daraus alle Ereignisse und Menschen so ergeben. Aber es geht nur über den Weg. Und alle, die das schon gelernt haben mit mir oder alleine, die wissen, dass das der Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kann nicht aus. Ich kann nur ich selber sein und mich selber dokumentieren, mich selber zeigen und ohne ein Umzug. Ich mache es, um zu gefallen. Ich mache es, um richtig zu sein. Ich mache es, um Geld zu verdienen. Ich mache es, um erfolgreich zu sein. Nein, ich mache es, weil ich erfolgreich bin. Ich mache es, weil ich Geld verdient habe. Wir haben alles Geld der Welt schon verdient. Ja, keiner von uns muss mehr Geld verdienen. Wir haben alles schon verdient. Ich mache es, weil ich das habe, weil ich das bin, weil ich das verkörpere. Deswegen lebe ich das Leben. Deswegen treffe ich die Entscheidungen, die ich treffe. Deswegen mache ich die Sachen, die ich mache. Deswegen generiere ich mir die Erlebnisse, die ich habe. Aber diese Umzu-Geschichte, die muss raus. Weil die heißt immer klar, ich habe es nicht. Wenn ich nur irgendeine Sache mache oder einen Gedanken habe, ich mache es umzu, dann heißt die Energie, die energetische Aussage ist, ich habe es nicht. Ich mache diesen Job, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich habe kein Geld. Ich möchte mit diesem Partner XY zusammen sein, weil es so schön ist und mich das so glücklich macht. Das heißt, ohne Partner XY nichts Schönes und kein Glück. Wäh? Es kann noch nicht sein. Es kann noch nicht funktionieren. Ich bin schön. Ich bin glücklich. Ich bin für mich da. Ich unterstütze mich. Perfekt. Also kann ich aus dieser Position heraus leben. Und diesen Shift wollen wir haben. Und ich muss es wieder sagen. Ihr müsst euch zeigen. Ihr müsst kommunizieren, ihr müsst sprechen, ihr müsst da sein, ihr müsst präsent sein. Es ist ein Game Changer. Hallo, hier bin ich in meiner allergrößten, tollsten Version und ihr dürft mich alle anschauen, von oben bis unten. Ich schäme mich für nichts, ich habe nichts zu verbergen. Ich verkörpere meine Divine Design Version. Wenn ich Leichen im Keller habe, von denen ich nichts weiß, habe ich keine Angst vor diesen Leichen im Keller, weil wenn sie hochkommen, weiß ich, sie kommen hoch, damit sie sich verziehen. Also ich muss vor nichts Angst haben. Vor nichts. Das möchte ich in dieser Community mit euch üben. Wir sind so viele Leute, wir kennen uns nicht. Und wir können uns alle kennenlernen im Divine Design. Splitternackig.
splitter, splitter nackig erkennen, wie großartig wir sind. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Habt ihr gerade noch so Fragen zu der ganzen Sache? Könnt ihr mal ganz kurz in Chat schreiben? Ich sehe gerade, das sind schon ein paar Sachen gekommen. Genau, die Angelika hat den Link zur Telegram-Gruppe hier gepostet. Ihr findet ihn auch im E-Mail. Das habe ich gestern verschickt, eine Anfrage stellen. Ich werde nachher alle reinlassen. Da könnt ihr alle gleich mal ein Foto posten und sagen, hallo, wer bin ich? Es ist so leicht, ihr müsst nicht mal tippeln. Ihr könnt sogar eine Sprachnachricht machen und über euch erzählen. Aber haltet euch im Rahmen, macht keine Podcasts, sondern macht lieber öfter mal kleine Inputs, dass wir uns kennenlernen, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Genau, das möchte ich selbst auch gerne wissen. Ja, und das ist eben diese sogenannte Selbsterfahrung. Ich werde mich nur erfahren, indem ich mich mitteile. Weil wie soll ich was über mich erfahren, wenn alles ganz, ganz tief unten ist und ich nicht mal weiß, was mir Spaß macht, was mich begeistert? Das muss raus. Das muss ich rauslassen. Sonst, wie soll die Energie rauskommen von meiner Begeisterung, von meinen Wünschen und von meinen Träumen, wenn ich sie da unten drin halte und denke, hoffentlich erfährt niemand, dass ich eigentlich am allerliebsten super, super reich wäre. Weil dann würden alle sagen, oh mein Gott, was bist denn du für eine materialistische Schnepfe, bla bla bla. Ja. Ich muss es über die Lippen bringen. Und zwar so, dass ich selber glaube, dass ich das gerne möchte, dass ich das haben möchte, dass mir das gefällt, dass mir das zusteht. Und dann komme ich in diesen Vibe rein und sage, ja, logisch, selbstverständlich. Alles ist nur Energie. Ich muss nur die Energie verkörpern von jemandem, der dieses Leben lebt. So wie es mir gefällt. Ich muss nicht die Energie verkörpern, keine Ahnung, von irgendeinem Elon Musk, weil ich das haben will, was er hat. Den Einfluss oder das Geld. Das kann ich alles schön auf meine Art und Weise haben. Das ist das Geile an der Sache. Ich muss mich nirgendwo vergleichen. Ich muss nicht sagen, wie haben es die anderen gemacht und wie machen es die, sondern wie kann ich die sein, die das hat und verkörpert und ausstrahlt, was ich möchte. Das ist die einzige Frage. Wie kann ich diese Person sein? Was denke ich? Was für Aktionen mache ich? Was für Entscheidungen treffe ich? Wie verhalte ich mich? Was für Ansichten habe ich? Was für Überzeugungen habe ich? Und was für Konzepte habe ich? Konzepte sind ganz wichtig. Was für ein Beziehungskonzept habe ich? Das Beste ist, dass alles Alte und die Vergangenheit egal ist. Das ist einfach perfekt. Ja, so ist es. Ich habe noch nicht in der Vergangenheit habe ich noch nicht viel von diesen Konzepten immer wieder in meinen Coachings gesprochen, vor allem von Selbstkonzept. Aber das möchte ich hier auch noch mal kurz auf den Tisch legen. Beziehungskonzept, Arbeitskonzept, Geldkonzept, Liebeskonzept, Achtung, festhalten, Sexkonzept. Für jeden Lebensbereich habe ich ein Konzept, einen Haufen von Ansichten, was wie funktionieren kann, von Vorstellungen und so weiter. Ich nenne das Konzept. Ich habe da von allem ein klares Konzept. Und diese Konzepte, die beinhalten diese ganzen Blockaden. Wann hat man zum Beispiel, wann hat man wie viel Sex? Da hat jeder von euch eine Meinung. Jeder von euch hat ein Konzept. Jeder hat ein Konzept, wie das richtig ist. Noch nie hinterfragt. Noch nie auf den Tisch gelegt. Einfach nur mal gelebt. Und dann rausgefunden, eigentlich finde ich es gar nicht so toll, wie es so ist. Da steckt immer irgendein Konzept an Ansichten und Zusammenhängen und Rückschlüssen dahinter.
was ich glaube, was für mich möglich ist und was ich glaube, was die anderen glauben. Das ist für mich ein Konzept. Und diese Konzepte, die generieren meine Energie und diese Energie wiederum generiert meine Welt und meine Erfahrungen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Konzepte. Da werden wir auch im Training hinschauen. Was für Konzepte habe ich denn? Krasses Konzept ist zum Beispiel auch, wie alter ich? Wie sehe ich im Alter aus? Was passiert mit mir im Alter? Oh, da habe ich mir noch nicht drüber Gedanken gemacht. Doch, du hast ein klares Konzept davon. Du weißt, was mit deiner Haut passiert, du weißt, was mit deiner Sicht passiert, mit deiner Sehstärke, du weißt, was mit deiner Fitness passiert, du weißt alles. Du hast ein klares Konzept. Und wenn dieses Konzept nicht so ist, wie du es gerne hättest, brauchst du ein neues Konzept. 100%. Im Alter wird man gebrechlich. Sehschwach, was weiß ich nicht, was alles. Das sind alles Konzepte. Also, was haben wir hier noch für eine Frage? Habe ich noch irgendwas vergessen? Schreib mir das mal rein. Schreib mal alle, wo wir jetzt hier schön versammelt sind. Schreib mal einfach mal kurz rein, wo ihr seid. Entweder die Stadt oder den Ort, wenn ihr die Stadt noch nicht sagen möchtet. Dass wir einfach mal einen kleinen Überblick hier haben, wo denn alle so her sind. Wow. Düsseldorf, Ulm, Hessen, Niederösterreich, Bad Kissingen, Neusiedl am See, Saarland, NRW, Bremerhaven, Niederbayern, Nähe Passau, Berlin, NRW, Luxemburg, Hamburg, Traunstein, Kanton St. Gallen, Ostfriesland. Wow! Saarland, nochmal, Schiffweiler. So genial. Also, überlegt euch mal, wir könnten uns alle gegenseitig besuchen. Überall einen tollen Divine Design Gesprächspartner, egal wo ich unterwegs bin, wo ich reise. Mega, mega genial. Unsere Telegram-Gruppe. Ich habe da verschiedene Themen drin. Hier seht ihr, 19 haben schon den Link geklickt, um sich anzumelden. Das ist unser allgemeiner Community-Chat. Da werde ich auch Impulse und Ideen und Geschichten rein posten und ihr natürlich auch. Ich sage euch gleich, warum das so wichtig ist. Dann hier in diesem Feld Training I am my Divine Design Identity wird der Kurs reingepostet, die Videos zu dem Kurs, wo ich euch versprochen habe, dass da Trainings stattfinden werden, also dass ich euch Trainingsinspirationen gebe, weil das Ganze, unsere Identity ist eine Trainingsarbeit, ja. Wir müssen trainieren, wir müssen dranbleiben. Es ist ein Mindset-Training. Es ist wie ein Yoga-Studio für unser Denken. Hier habe ich eine Rubrik für Fragen und Antworten. Da möchte ich euch bitten, eben nicht in den Community-Chat, sondern das reinzustellen, sondern wenn ihr konkrete Fragen habt, hier reinschreiben und da darf auch jeder seine Meinung kundtun und drauf antworten. Ich werde da auch drauf antworten. Dann habe ich eine Rubrik für die Hot Seat-Anmeldung. Wir haben ja jeden zweiten Donnerstag haben wir hier in diesem gleichen Zoom-Raum ein Hot Seat-Coaching, wo ich euch bitten möchte, dass ihr euch anmeldet mit eurem Thema. Und dann werde ich euch vorher informieren, dass ihr auch da seid, wenn er drankommt. Es ist logisch, dass wenn einer ein Thema kundtut, es ist für uns alle gut. Genau, was wollte ich jetzt hier noch sagen? Jetzt kam nämlich gerade noch einer rein, hat mich gerade noch ein bisschen abgelenkt. Also die Fragen und Antworten konkret hier reinstellen und für den Hot Seat
Könnte da, ich möchte gerne auf dem Hot Seat, ich will ja nicht Leute haben, die sagen, okay, ich will jetzt nicht hier vor allen Leuten gecoacht werden oder mein Thema durchleuchtet werden. Deswegen könnt ihr euch hier anmelden. Die erste Hot Seat-Veranstaltung ist eben am zweiten Donnerstag. Das wäre am 9. Also nächsten Donnerstag sehen wir uns dann hier schon zum Hot Seat-Coaching. Und dann würde ich euch halt bitten, euch kurz hier vorzustellen, wer ihr seid. Da könnt ihr auch ganz normal wie in Telegram hier kurz was reinschreiben oder auch ein Foto noch dazu. Wäre natürlich auch noch gut, wenn wir uns da kennenlernen. Wir sind Divine Design Community, ist der Ort, wo du dich gerne zeigst, weil es ist der Ort, wo du im Mittelpunkt stehst. Das ist der Ort, wo du wachsen willst. Das ist der Ort, wo du gehalten und getragen wirst, wo wir zusammen für dich, mit dir, deine Vision für dich halten, wo du deine Wünsche und deine Träume realisierst, wo du 24 Stunden am Tag Leute um dich hast, die dich verstehen, die dich lieben. Schau, wie genial es ist, eine Community zu haben, wo du dich nicht anpassen musst, sondern wo du sagst, wer du bist, wer du sein willst, wie du wirken willst, wie du wachsen willst. Jetzt noch bis Weihnachten 720 Euro für das ganze Jahr 2024. Hab alle Vorteile, hab alle Aufzeichnungen, hab alle Trainings und starte sofort. Ich schenke dir den Monat Dezember und freue mich riesig, dass wir das Jahr 2024 zu deinem absoluten Traumjahr machen.